Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession Sons of the Forest. Es hat ein wenig Pause gegeben, den letzten Monat, könnte man so sagen. Aus Gründen. Ich wollte eigentlich schon wieder viel früher anfangen, aber ich habe jetzt generell 3 Wochen lang gar nicht aufgenommen. Ich wollte, auch Starfield habe ich übrigens nicht aufgenommen, ich wollte aufnehmen, aber, naja, das Leben kam irgendwie dazwischen und, naja, was soll ich sagen, ne? Manchmal ist das leider so, aber ich habe mir gedacht, pünktlich zum morgigen Tag der Deutschen Einheit, ich denke mal, dass das Video noch heute rauskommt, ja, wir haben Montag, habe ich mir gedacht, ich baue hier einfach mal wieder Mauern auf. Weil, warum eigentlich auch nicht? Ne? Gerade hier ist der Mauerbau ein essentieller Bestandteil. Und ich habe jetzt schon richtig Lust wieder, auf jeden Fall. Ich möchte unbedingt die 2 Türme noch hier fertigstellen. Also den einen sieht man, den anderen, der ist noch in Planung. Und es kam natürlich, ich weiß nicht wie viele Updates, ich glaube Patch 10, 11 und 12 oder Update 10, 11, 12, wie auch immer, kamen raus und es hat sich das ein oder andere geändert. Zugleich muss ich aber auch dazu sagen, ich muss mich, hallo Virginia, ich muss mich selber erstmal umgucken und schauen, was hier überhaupt Phase ist, ich weiß nichts mehr. Es sieht so aus, als ob da ein Stein fehlt. Aber gut. Virginia. Ich hoffe. Ist sie sauer? Ich weiß es nicht. Virginia? Ich bin wieder da. Virgie. Moment. Virgie, geht's dir gut? Ich meine, ich bin wieder da. Wir können wieder loslegen, wir können wieder Spaß haben, wir können wieder in der Natur tanzen, wir können, also wenn du willst, vielleicht brauchst du auch noch ein bisschen Zeit. Ich gebe ihr mal ein wenig Zeit. Vielleicht braucht sie diese einfach noch. Es ist alles etwas neu für sie und ja. Apropos neu. Jetzt sieht man hier einen Ladestatus an den Solarpanels. Das ist ja zauberhaft. Warum sollte er sich ändern? Wir haben eh kein Licht. Cool. So, ich würde sagen, wir gucken uns mal alles an, ob sich und was sich geändert hat. Oh, ich vergaß. Ja, Kevin! Kevin! Na? Ich fehl im Schritt. Können wir wieder loslegen, sagste? Können wir wieder auf Abenteuertour gehen? Ich freue mich. Ja, nun, das war ja auch alles noch. Und, oh Gott. So, das ist das Podest, das Fundament des 2. Turms. Ja, das wird spannend. Ich sammle schon mal Stöcker. Aber keine Steine, weil wozu? Fleisch haben wir da. Es ist frisch wie eh und je. Und es suppt sogar noch ein bisschen. Das sieht sehr roh aus, obwohl ich es essen könnte. Ich bin mir nicht sicher. Mache ich aber nicht. So. Alles klar. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den Stock wegpacke. Ich weiß vieles nicht mehr. Ich habe es irgendwie gemacht. Ich habe wild auf der Tastatur drauf rumgehämmert. Das mache ich immer so. Und dann funktioniert das nämlich auch. Guck mal, hier auch 100%. Wilde Konstruktion, die ich da gebastelt habe, aber gut. Das ist schon hoch, ne? Alter Schwede. Gut. Die Fallen könnte ich mal wieder, ich meine, wenn ich schon mal hier bin, könnte ich doch die Fallen wieder aktivieren. Ich gehe mal, ich kenne mein Glück, ja, ich gehe mal hier lang. Tot. Ich weiß gar nicht, bin ich auf meinen Ohren leisern vor allem, oder ist das Spiel leiser? Warte mal, ich mach mal bei mir auf den Ohren lauter.
Kann sein, dass ich wieder an mein Drehrädchen gekommen bin. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise habe ich am Sound nichts verändert. Normalerweise. So. Steine habe ich voll. Das ist sehr gut. Habe ich die gerade weggeschmissen? Ach so, ja, weil ich voll bin. Aber mit Stöcker bin ich nicht voll. So, ich muss mich selber erstmal wieder reinfinden. Hier ist eine Falle. Ich bin mir sicher, hier war noch eine irgendwo. Da... Eventuell vielleicht hier. Aber die ist... Die ist... Oder? Die ist noch gut, ne? Ich glaube, die ist noch... Alles klar, ciao. Die hat schon keinen Bock mehr. Babys, weißt du? Ganz ehrlich... Es geht wieder los. So, ich weiß gar nicht mehr, wo ich was hab. Hier ist die Axt, aber das ist noch nicht die richtige, oder? Doch. Oder? Warte mal. Oh Gott. Es ist ewig lang her, ich weiß nichts mehr. Doch, sie ist auf der 1. Ja. Guck mal. Oh mein Gott. Es ist verdächtig dunkel im Menü. Aber wir nehmen natürlich das Katana. So, wie sieht denn das hier aus mit den Babys? Virginia, hast du deine Kinder nicht im Griff? Ach, guck mal. Ach, sie sind im Kinderspieleparadies. Ach, ja, gut. Tach. Das Kinderspieleparadies, natürlich. Warum sollten sie irgendwo anders sein? Ach, herrlich. Habe ich nämlich extra für euch aufgebaut, das Kinderspieleparadies. Da könnt ihr auch in Ruhe spielen. Da stört euch keiner. Jetzt muss ich es wieder aufbauen. Naja, ich warte mal noch ein bisschen. Ich glaube, die sind noch nicht fertig mit Spielen, ne? So, ich guck mal weiter rum. Oh, Stöcker sind voll. Das ist natürlich, das ist schade. Also es geht auch gleich wieder. Wir legen hier gleich wieder los. Ich muss mich, wie gesagt, erstmal orientieren und schauen, was ich hier die letzte Folge gemacht habe. Stimmt, wir haben hier Steinlager gebaut. Virginia, ich bin sehr hart müde. The fuck? Was zur... Ich meine, es passt in die 80er Jahre rein. Von daher passt das auch zum heutigen Tag. Naja, Ende, aber du weißt, was ich meine. Es ist... Das passt schon. Wenn ich schon mal hier bin... Drei Steine. Drei Steine waren es gewesen, die wir tragen können. Herrlich. Ich freue mich jetzt schon. Wir machen das natürlich wieder ganz in Ruhe und ganz gemächlich. So, wie wir das kennen. Oh, herrlich. Es ist so befriedigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach dieser ganzen Starfield-Arie, die ich jetzt ja gehabt habe. Ich habe das lange gesuchtet und werde es noch lange weiter suchten. Mal davon abgesehen, dass die Aufrufzahlen Grütze sind, aber ist mir ja egal. Ihr kennt es. Habe ich mir nichtsdestotrotz gedacht, es geht wieder hier weiter. Einfach, dass wir noch ein zweites Let's Play auf dem Kanal haben. Weil nur eins ist halt Quatsch, ne? Aber wie gesagt, es ist die Zeit, die mir aktuell ganz oft einfach ein Schnippchen schneidet. Ne? Und ja, dann muss ich halt irgendwie zusehen, wie ich mit meiner Welt klarkomme. Momentan ist es eher so... Aber gut, das ist nicht schlimm, das ist mein Problem, nicht euer Problem. Beziehungsweise, doch, am Ende leidet ihr darunter, weil ihr diesen wunderbaren Content hier nicht bekommt. Ich habe hier 4 sogar hingebaut. Junge. Kevin, ich habe da mal eine Idee. Da muss ich das nicht selber machen. Dann kann ich hier nämlich in der Zwischenzeit noch ein bisschen gucken, wie ich gucken kann. Und Kevin kann ja Steine sammeln. Der hat da eh nichts zu tun. Der hat gerade einen Monat Urlaub gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er verreist ist oder nicht. Nichtsdestotrotz.
Ich glaube nicht, dass er verreist ist. Ich glaube, er ist hier gar nicht weggekommen. Kevin. Halt, stopp, bevor du dich festpackst. Bitte folge mir. Komm mal mit. Komm mal bitte mit. Ah, das habe ich vermisst. Einfach mal wieder ganz entspannt mit Kevin schnacken. Er kommt. Anders als gedacht, aber er kommt. Was blinkt da? Ist das Virginia? Das ist Virginias Spiegelung im Wasser, ne? Das ist neu und falsch. Kevin? Kevin? Bist du tot? Ich kann dich immer noch nicht ernten. Das ist ja schade. Ich möchte dich so gerne ernten. Kevin? Kevin, komm mal näher hier ran. Ich habe die Befürchtung, du musst nah hier an mir dran sein, um das zu machen, was ich machen möchte mit dir. Also du gleich machen wirst. Hol doch bitte mal Felsbrocken und packe die mal ins Lager. Das war Twinky Winky, ne? Ja, Twinky Winkies. Es ist dunkel wie im Bärenarsch. Gut, ich gehe. Oh, habe ich hier noch ein bisschen was an der Beleuchtung gemacht? Kann das sein? Hat der Entwickler hier noch an der Beleuchtung geschraubt? Das sieht so aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht von Weitem gar nicht mehr so fackelig aus, wie es aussehen soll, oder? Ich höre Dinge. Ich möchte diese Dinge nicht hören. Ich glaube, die Fackeln sind heller geworden. Werde mal eine Nacht drüber schlafen. Und zwar hier. Oder... Bah! Auch nicht. Was machst du an meinem Bett? Haben die hier... Wegfindungstechnisch finde ich das sehr schwierig. Ich möchte das nicht, dass wir so eine gute Wegfindung haben. Ich möchte nicht, dass halbtote Babys mitten in der Nacht vor meinem Bett stehen. Ich will das nicht. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal nach oben. Virgie, du bist hier falsch. Ich habe gehört, da draußen sind Dinge. Hunger, Durst, müde, alles. Ich gucke mal, ich hatte irgendwo, das war's nicht. Das war's auch nicht. Guck mal da. Ah. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe die, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, die Shotcuts nicht so richtig belegt, ne? 8. Naja, nun. Ich bin der festen Überzeugung, dass das so nicht laufen sollte hier. Warum kommen die da so einfach drüber? Hm. Und warum? Ich meine, ich wollte doch nur schlafen, Leute. Ich wollte eigentlich schlafen gehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht zum Schlafen komme. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin außer Atem. Habe ich hier irgendwas zum... Guck mal hier. Nudeln. Mal zwischendurch einfach mal trockene Rahmnudeln. Ja, kein Problem. Das hat gar nicht so viel gebracht. Erstaunlicherweise. Habe ich noch was zu trinken? Nein. Oh, hier aber. Trinki. Nichtsdestotrotz bin ich sehr müde, ne? Dann gönne ich mir mal noch nichts weiter. Ich will ja gleich schlafen gehen. Weiß nicht, wie das hier unten aussieht. Hier ist noch einer. Guck mal.
Oh. Empty. Der letzte Schuss. Sollte der Elektrozaun nicht funktionieren eigentlich? Das sieht nicht so aus, aber funktioniert, oder? Ich kann so nicht arbeiten. Hab. Ah, wird schon da! Erschreck mich doch nicht so. Warum bist du hier? Entschuldigung, Sir. Können Sie bitte aufhören damit? Ich möchte das nicht. Oh, das ist nicht gut. 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 Nein! Was? Ach, bitte. Oh, please don't. Das gefällt mir jetzt aber nicht so richtig. Das geht ja gut los. Keine 20 Minuten überlebt hier. Naja, ich muss mich ja auch erstmal reinfinden, ne? Nun, aber ich habe, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich habe die leise Befürchtung, wenn alles schlecht läuft oder lief, auch erstmal Medizin, ist gerade meine Rüstung, die bei mir am Strandhotel liegt, nicht mehr vorhanden. Ich guck mal hier, ob hier irgendwas ist. Nö, nichts. Habt ihr bei mir auch gemacht, selber schuld. Wobei, das waren die Mutanten, ne? Oh, Munition, 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 nehme ich auf jeden Fall mit. Moin. Tut mir leid, aber ich möchte gehen. Ich möchte einfach nur, ich möchte weg von hier. Das gefällt mir hier nicht. Das Schlimme ist, ich weiß nicht so richtig, wo ich bin. Ich kann hier nur mutmaßen. Und ich bin sehr langsam, das ist auch nicht so gut. Einmal Energie, die ich benötige. Na, hier kommen Crunchy Bunchies. Rinn in den Hals. So, das sollte erstmal ein bisschen reichen. Zumindest ein kleines bisschen. Ja, ich habe das Gefühl, dass der Weg doch etwas weiter ist als gedacht. Ich glaube, dass es hier lang geht. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Dachte ich aber gar nicht schlimm. Oh. Kann das sein, dass sich hier das ein oder andere verändert hat? Möglicherweise. Fernglas. Keine Ahnung. F. Oh Gott. Ich glaube, die kommt zu mir. Nee. Na ja, gut, die bekriegen sich auch noch. Alles wie gehabt. Gut, gut, gut. Dann ist ja alles toll. Ich glaube, auf der 4 habe ich den hier. Auf der 5 habe ich nichts. Auf der 6 habe ich nichts. Auf der 7 habe ich nichts. Ich glaube, ich habe auf der 7 die Waffe. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Ich habe das Gefühl, dass ich verfolgt werde. Ach nee, da unten lief. Habe ich gesehen. Ist nicht schlimm. Ignoriere ich. Ich fange wieder an, Dinge zu ignorieren. Ne? Wichtig. Ganz wichtig. In diesem Let's Play ignoriere ich ganz viele Dinge, die so um mich drum herum passieren. Einfach. Was geht? Scheiße, wo bin ich denn?
Ah. Ah. Verstehe. Bin ich ja richtig hier? Nun. Puh. Gab's da nicht irgendwo Licht? Ich war der Meinung, dass... Ja, nun, okay. Es ist, wie es ist. Hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, hier eine halbe Wanderschaft zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir wieder. Macht Spaß. Es macht einfach Spaß, hier wieder durch die Heide zu laufen. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses, dass Sons of the Forest mich gerade etwas mehr fordert als noch vor einem Monat. Aber gut, okay. Ja, muss ja auch erstmal wieder reinkommen. Ist alles neu für mich. Also, mein Plan ist es, mir einen Plan zu schmieden, was ich denn mache. Weil so einen richtigen Plan habe ich tatsächlich nicht. Ich habe einfach nur gerade Bock gehabt, Sons of the Forest zu zocken und habe mir Gedanken gemacht. So, ich habe keinen Plan, aber ich habe Gedanken. Hierzu meinen Gedanken. Ich möchte definitiv weiterbauen. Wie vorhin schon gesagt, Türme, Türme. Die Türme auf jeden Fall. Das ist nicht gut, ne, hier unten zu laufen. Die Türme müssen auf jeden Fall finalisiert werden und mal gucken, dass man hier noch so ein bisschen weiterbaut. Ich bin sicher, das ist eine gute Idee. Ja. Gut, ich gehe mal hier lang. Ah, hier kommt der Wasserfall gleich, ne? Ich glaube, hier kommt gleich erstmal der Wasserfall. Von daher gehe ich mal hier lang. Und dann müssen wir hier noch eine Etage nach oben. Ja, nun. Lädt sich die Ausdauer schneller aus, auf oder kommt mir das so vor? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich aktuell nicht so viel sehe, stelle ich gerade fest. Und wieder mehr oder weniger zurückgehe. Was ist hier los? Seit wann ist hier ein Berg? War der schon immer da gewesen? Ich möchte das nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin ja völlig falsch. Ich bin hier nicht richtig. Ich weiß es ganz genau. Warum? Aber... Wow, hat man meinen Magen gerade gehört? Ich hoffe nicht. Geht das hier nicht? Oh nee, ich habe mich total verfranzt. Ich habe mich verfranzt, habe ich mich. Naja gut, okay. Wir müssen hier irgendwo lang. Ja, ich umrunde das Ganze hier einmal. Wir waren ja länger nicht... Ach, weißt du, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich hatte mal, ich bin mir sicher, Stöcker. Die helfen mir nicht. Ich nehme eine Plane. Ich mache mich mal... Es ist mir zu dunkel hier. Ich mache mir hier jetzt erstmal ein kleines Lagerchen. Und dann überleben wir die Nacht irgendwie. Weil ich bin auch sehr müde. Und hier ist es zumindest ruhig, weißt du? Schlafen, mehr wollte ich gar nicht. Das war mein Ziel. Ah. So, ich weiß, dass man das abbauen kann. Ich weiß nur nicht mehr, wie. Nein, so nicht. Oh, verdammt. Ich weiß gar nichts mehr, ne? Ich weiß, dass ich jetzt speichere. 27. August das letzte Mal. Naja, nun, okay. Weiß du Bescheid. Abbauen. Wie ging das mit den Abbauen nochmal? Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man das echt verlernt hat. Ich weiß es nicht mehr. War das nicht F? F, G? Irgendwas war es gewesen? Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, irgendwo. Komm, ich weiß, es hatte...
Es hat manchmal seine Schwierigkeiten gehabt. Komm, abbauen. Los, du schaffst das. A, B, G, Y, C. C? War es nicht C? Ja, C war es gewesen. Cool. Okay, weil ich ein bisschen Hunger habe gerade, esse ich einfach mal... Warum bin ich denn... Ich bin immer noch sehr müde. Also dafür, dass ich gerade geschlafen habe, fühle ich mich sehr müde. Deswegen esse ich die Bärchen, damit ich nicht mehr so müde bin. Ich will sie auch gar nicht nehmen, ich will sie essen. So. Ich glaube, ich habe nicht so lange geschlafen, ne? Ich habe so das Gefühl, dass... Aber dass die Bären jetzt mehr bringen... Als so eine Mütze Schlaf ist interessant. Interessant, interessant. So, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, hier ist noch was. Ja, dann haben wir ein bisschen was im Magen. Wir haben ein bisschen was, ein bisschen Flüssigkeit zu uns genommen. Also man kann mittlerweile wohl anscheinend doch durch Bärchen überleben. Scheint mir so. Ich glaube nicht, dass das schon immer so gewesen ist. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich hart verlaufen. Wirklich. Oh, ich habe das Gefühl, dass hier schon wieder irgendwo eine Mücke ist. Das hatte ich die ganze Nacht. Glaube ich, 7 Mal war ich wach und ich habe 7 Mücken überredet. Ich war ja wahrscheinlich schon mal. Mich nicht mehr zu stechen. Ja, überredet könnte man sagen. Boah, 7 Mal, ne? Das war echt nicht geil gewesen. Das war sogar sehr ungeil gewesen. So, wo bin ich? Warum bin ich denn so weit weg? Ich habe irgendwo habe ich die Abzweigung verpasst, ne? Wackel nicht so. So. Irgendwo habe ich die Abzweigung verpasst. Da läuft und kreucht schon wieder ein Kannibale rum. Ich ignoriere den mal, weil ich es kann. So. Genau. Irgendwie bin ich auf diese Ebene nicht gekommen. Jetzt muss ich nämlich noch eine weiter nach oben. Oder nicht? Eigentlich schon, oder? Aber ist hier nicht ein Weg? Ich glaube, ich muss hier lang. Ich glaube, ich muss hier lang. Ich habe auch das Gefühl, dass die Karte größer geworden ist. Also von der Ansicht her, von der GUI her. Oder? Kommt mir das nur so vor? Ich glaube doch. Man sieht viel weiter. Nee. Ja, ich meine, ich habe nichts gesagt. Ich habe sehr weit rausgezoomt gehabt. Das war das Ding. Nun. Hallo, mein Name ist Devo und ich mache Let's Plays. Gut. Also, wenn wir hier jetzt irgendwann mal wieder ankommen, würde es mich doch sehr freuen, wenn noch ein bisschen Haut im Camp liegt. Und wie ich gerade gemerkt habe, werde ich dass wir alles noch ein bisschen ausbauen müssen. Auch was so die Fallengeschichte und so angeht. Das hat geholfen, aber nicht hundertprozentig. Wobei die Fallen, die waren gar nicht. Die Fallen, die waren ja gar nicht scharf, ne? Fällt mir gerade ein. Die haben die Babys ja schon. Das heißt, ich brauche mehr. Die sind aber auch ausgelöst. Hat nicht so viel gebracht. Offensichtlich. Naja nun. Au. Irgendwann killt der mich, der Einzelstehende. Gut, das heißt, wir brauchen mehr Fallen. Ich wollte ohnehin mal schauen, was das Baumenü macht. Ich glaube, die Haut ist despawned, ne? Ja. Gut. Ist hier Strom drauf?
Und wenn nicht, warum nicht? Müsste eigentlich, ne? Na, scheiß drauf. Hä? Hier ist kein Strom drauf. Warum nicht? Bau das nochmal. Wo war ein Draht? Oh, jetzt geht das wieder los. Hier. Müsste doch eigentlich, also theoretisch. Es hat irgendwas gemacht. Ich weiß aber nicht was, es ist vielleicht zu wenig Solarpanel, ne? Hä? Ich glaube, das ist es nicht. Das ist es, glaube ich, nicht. Dann werde ich hier unten nochmal rangehen. Ich glaube, das war verbunden alles, ne? Bin mir nicht hundertprozentig sicher, wenn ich ehrlich bin. War es wohl nicht? Naja, nun. Okay. Der Zaun ist also aus. Der hat so wenig Saft. Dann würde ich vorschlagen. Wenn das denn geht. Bin mir nicht sicher. Geht bestimmt. Ich weiß noch nicht wie. So, und zwar würde ich ganz gerne so und dann aua würde ich von hier, ach so, ah. Ja. Na komm. Komm. Ja. So. Ja, genau. Ja. Und dann, wenn alles gut läuft, komme ich irgendwann hier hinten. Ah, Virginia ist am Dancen. Machst du den Private Dancer? Ja, Virginia, du hast es drauf. Echt? Woo! Übrigens, Dankeschön, Virginia. Wirklich Dankeschön. Das ist, es tut Not. Es tut Not, Virginia. Ganz dolle, große Not. Okay. Ich habe gedacht, ich kriege ein bisschen Leben, ist aber nicht so. Ist aber nicht schlimm. So. So. Und zwar komme ich hier jetzt nämlich. An meine Panels. Ich mache hier auch mal einfach weil es geht. Aber ich glaube. So, wie das aussieht, müsste es jetzt eigentlich genug Saft sein, oder? Es hört sich zumindest sehr elektrisch an. Ach so, by the way, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Es ist zwar nicht viel passiert, aber eine halbe Stunde ist rum. Wir haben uns alles angeguckt. Ich werde mir gleich noch mehr angucken und nehme euch natürlich mit auf diese Reise. Und ja, ich freue mich. Es geht wieder los. Es geht wieder weiter. Juhu! Und damit sage ich mal, bis gleich. Ciao.